Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und zwar zum 1001. Vlog. Ich habe gerade meine Haare, also ich habe sie überhaupt nicht gemacht, das ist noch Zustand von geflochten. Aber ich habe so einen Bommel hier hinten gemacht. Und gerade meinen Vlog geschnitten. Ich bin jetzt fertig. Ich warte jetzt gerade, dass der exportiert. Und dann treffe ich mich mit Laura und Stella am Phoenixsee und wir gehen frühstücken zusammen. Und ich freue mich mega darauf. Ich freue mich A, was essen zu gehen, weil ich diese Woche echt so behindert kacke und fast gar nicht gegessen habe. Und ich freue mich mega, die beiden zu sehen. Sehr. Ja. Da freue ich mich drauf. Und das ist der aktuelle Stand meiner Haare. Und wenn ich gleich wieder zu Hause bin, muss ich euch unbedingt was erzählen, was ich gestern schon erzählen wollte. Aber ich will das nicht so mal eben zwischen Tür und Angel erzählen, sondern in Ruhe. Deswegen erzähle ich euch das gleich, wenn ich wieder zu Hause bin. Ja. Hallo Ladies. Hallo. Wir sind jetzt gerade am Phoenixsee im Café Solo und essen. Laura und ich haben Frühstücksbuffet. Stella hat einen Pita. Pita, pita. Oh, all for the gram. Und ich all for the vlog. Okay, lasst euch schmecken, Ladies. Guten. Guten. Hallo. So, ich bin jetzt bei meiner Oma. Ich muss noch ein paar Sachen jetzt mit ihr erledigen. Es ist so heiß. Ach, Tür ist auf. Schön. Oh, bei dem Wetter macht das doch alles Spaß. What the fuck? Hier sind locker jetzt 7, 8, 9, keine Ahnung, Tatütata Autos lang gefahren. Boah, war das laut. Halleluja. Hallo. Oh Gott, sorry, dass ich mich die ganze Zeit nicht gemeldet habe. Oh, ich habe zu Hause noch Videos gemacht und bin jetzt auf der Arbeit und mir geht's gar nicht gut, Leute. Mein Körper streikt langsam mit der ganzen Hitze und dem Stress und so. Aber ich bin jetzt auf der Arbeit und bereite jemand vor und versuche nicht zu sterben. Also sorry. Oh, wow. Ich werde mich später melden oder irgendwie so. Wow, ich bin ja so beauty. Ich bin auch kaum geschminkt, also im Gegensatz zu sonst. Hallo. Bin jetzt zu Hause. Und bin einfach nur tot. Wirklich tot. Wir sehen uns quasi gleich wieder. Für euch gleich, für mich morgen. Beziehungsweise auch heute, es ist schon nach 12. Oh. Steve! Schreck dich doch nicht. Hello! Wir verbinden jetzt mal die Vlogs. Guten Morgen, es ist der nächste Tag. Vlogs. Der Fabio und ich sitzen im Auto. Und wo fahren wir hin? L'Osteria. Und warum? Weil ich dir damit eine Freude machen wollte. Haben wir aber vielleicht noch was zu feiern? Ja, aber das war nicht der Hauptgrund, warum wir zu L'Osteria. Oh, aber ich finde, das können wir trotzdem machen. Ja, ja, das war voll nett von Fabio, weil ich habe ja die ganze Zeit rumgeheult, dass wir so lange nicht bei L'Osteria waren. Und dann war er ja letztens mit David und Christine ohne mich, weil ich arbeiten war. Und deswegen hat er heute einen Tisch reserviert und das war voll süß. Ja. Aber wir haben trotzdem was zu feiern. Ja, das stimmt. Was denn? Ja, wir haben eine Wohnung. Wir haben mittlerweile vorgestern die Zusage für die Wohnung bekommen. Voll geil, wir freuen uns mega. Aber das war so blöd, weil als ich die Zusage bekommen, also die haben mich angerufen und zugesagt und da war Fabio arbeiten. Und als Fabio dann zu Hause war, war ich arbeiten. Als ich dann nach Hause kam von der Arbeit, hat Fabio geschlafen. Und als Fabio dann wieder arbeiten gegangen ist, habe ich geschlafen. Also wir haben uns erst mehr als 24 Stunden später so wiedergesehen und konnten uns so richtig so darüber unterhalten und uns gegenseitig gratulieren und so. Ja. Aber jetzt können wir das feiern. Das stimmt. Mit einem Pizza. Ja. Ein Feierpizza. Eine Umzugspizza. Und nächste Woche unterschreiben wir dann den Vertrag. Ja, es wird spannend. Ich freue mich. Herzlichen Glückwunsch zu einer Wohnung mit mir. Herzlichen Glückwunsch für dich auch. Danke. Voll nett. Ja, cool.
Ja, cool. Und jetzt geht's essen. Und ich habe noch keinen Hunger. Aber nicht schlimm. Ach ja. Ach so, bevor ich es vergesse. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Fabio? Ja? Herzlichen Glückwunsch. Übrigens, habe ich dir schon gesagt, dass wir bald zusammen ziehen? Nein. Wir ziehen bald zusammen. Wir haben nämlich seine Wohnung. Danke, dass du dich nochmal dran erinnerst. Gern. Und danach, aber nach Losteria essen wir Eis. Doch, du schaffst es. Können wir vielleicht ein bisschen Süß und Pause machen? Nein, einen Umzugs. Ein Umzugs. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Mua. Oh, das ist aber ein schöner Hintergrund. Das Gourmet-Du. Am Friedensplatz, der ganze Brustkette. Ich wünsche dir einen guten Appetit, mein Baby. Dankeschön. Übrigens, herzlichen Glückwunsch. Wir haben übrigens auch. Danke. Boah, das war knapp. Dankeschön. Die krasse Krabbe-Pizza. Dann kriege ich nur so ein Stück oder so eine ganze Hälfte. Wir können gerne die Zitronen tauschen. Hau rein. Ja. Eine kurze Meldung von mir. Und trete Schicht 1 von 2 an. Ich bin im Spiel noch in der Disco. Also. Ich habe mir Snacks mitgebracht. In einer Frozen-Brotdose. Aber es sind Weintrauben. Weintrauben. Ohne. Nein, ich weiß nicht, wo die ist. Weil, seit ich im Kino bin, ich habe voll Bock auf Obst. Also immer, wenn ich hier bin, habe ich Bock auf Obst. Und hier ist kein Obst. Hello. Oh, meine Stimme. Oh Gott, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war jetzt noch in der Disco arbeiten. Und habe jetzt Feierabend. Und ihr seht ja, ich bin kaum geschminkt heute. Und alle so, boah, bist du ungeschminkt? Boah, krass, voll anders. Sieht aber voll gut aus, meinten manche nicht so. Andere meinen so, boah, du siehst aber voll fertig aus. Und ich so, ja. Mir tut's alles. Und mein erster freier Tag ist erst am 27. Ich freue mich. Naja, ich werde jetzt ins Bett gehen.